Du hattest mich nach dem Hallo, egal wo du bist und wieso. Egal! Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zurück zu House to the Flippity Flop. Wie ihr sicherlich wisst, die aktuelle Fab-Rollensituation ist global sehr intensified und auch kritisch. Deswegen müssen wir damit natürlich behutsam umgehen, Alter. Trotz alledem habe ich gedacht, heute bunkern wir uns mal ein bisschen ein, ne? Ich meine, es darf ja gefühlt sowieso keiner mehr raus. Und dann kann man mal hier so einen kleinen Bunker kaufen und mal ein bisschen aufpimpen, Alter. So. Ja, und an dieser Stelle würde ich auch sagen, würden wir den Lachs einfach mal ordentlich löppen lassen. Naja, wir kaufen jetzt hier mal den Bunker vom Onkel. Das sind knapp 150 Quadratmeter auf 1169 Quadratmeter Fläche. Alter, Grundstück ist unnormal belohnt groß. Großes und sicheres Haus mit Bunker im Keller zu verkaufen. Renovierungsbedürftig. Da würde ich sagen, wir gehen mal rein in den Holger und dann gucken wir uns den ganzen Bums mal an. Denn eins muss euch mal gesagt sein. Hört auf, die scheiß Fab-Rollen zu hamstern, denn ich bin Kato de Kalle Kuschinski und ich pimp dein Bunker, Alter. Yo, du wärst gern ein Player, doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher, der Junge pimp dein Haus. Damn right. Achtung, der Maulwurf hat sich in der Gegend eingeschlichen. Verwende eine Schaufel, um alle Maulwurfshügel zu entfernen. Aber pass auf, der böswillige Maulwurf erstellt neue Maulwurfshügel, wenn du ihn nicht findest. Ja, eine Kackbratze, Alter. So, hier ist der Eingang zum Bunker, das ist schon mal nicht schlecht. Aha, nimm die Schaufel. So, du Kleiner. Hier muss nicht gegraben werden. Aha. Also irgendwie, wenn ich mir mal so die Interessenten angucke, was ist mit dem denn los da oben? Ist das ein Maskierter oder was? Bruder! Bye, have a great time! Wo ist der denn hin? Da kommt er auf einmal rausgekrabbelt, weißt du, wie ich mein? Das geht doch nicht! So, ich kann jetzt hier im Garten nochmal was verbessern. Sichtbares Unkraut auf der Minikarte. Yo! Oh, jetzt ist die Minikarte aber richtig voll mit Scheiße, du. Jetzt haben wir schon hier einiges weggeruppt, ne? Aber ich würde sagen, das machen wir später. Denn diesmal werden wir auf jeden Fall auf den Gartenwettbewerb antreten. Da sage ich mal, wie es ist. So, gehen wir mal rein in die Stube hier. Oh, weil, da kommen wir ja gar nicht richtig rein. Also, das ist jetzt hier renovierungsbedürftig. Ich würde sagen, das ist abrissbedürftig, Alter. Ich weiß nicht, wie die Leute immer ihre Häuser so runterkommen lassen können, Alter. Und ich kaufe die Scheiße auch noch. Weißt du, wie ich meine? Guck mal, da ist auf ein Bild der Verwüstung. Ein Stuhl angelehnt an den alten Schreibtisch. Hier war richtig was los. So, dann machen wir den Bums hier mal sauber, wa? So, hier brauchen wir wieder einen Staubsauger, wa? Kakerlakennest wurde zerstört. Da müssen wir auch gar nicht immer alles verkaufen, was wir hier so sehen. Wir müssen auch sowieso mal ein bisschen aufs Geld gucken. Wir haben nicht mehr allzu viel, um das hier alles einzurichten. Und im Bunker unten waren wir ja noch gar nicht. Da müssen wir aufpassen. Ding ist halt auch, die Leute wollen ja sowieso immer irgendwie was haben hier in den Räumen. Dann macht das vielleicht mal Sinn, nicht den ganzen Scheiß hier zu verkaufen. Weißt du, wie ich meine? So, schön geputzt. Und die ganzen Fenster, die müssen auch noch sauber gemacht werden. Also gönn. Ach du Scheiße, die Toilette ist ja auch richtig zugeschissen mit den Kakerlaken, Alter. Aber da müssen wir nochmal saugen, schnell. Das freut die Leute natürlich. Jetzt wischen wir hier nochmal die Wände durch. Alter, ich hab Farbroller stand da. Ich dachte gerade, es steht Fabrolle. Ich bin schon richtig weich im Kopf. Neuer Fähigkeitspunkt verfügbar. Alter, scharfsinniger Blick. Jetzt müssen wir den langsam löppen lassen, weil wir haben alles andere schon aufgepimpt. Wir haben die schnellsten Händchen und die weiteste Reichweite. Nur noch nicht auf YouTube. Also ballert mal ein paar Abos jetzt rein und macht ein paar Klingglöckchen an. Verunreinigung auf der Minimap. Gönn. Guck mal, hier wird mir sogar echt noch Schmutz angezeigt. Guck mal, wenn ich jetzt hier Oha, da haben wir noch was nicht gesehen. Kann auch nicht immer alles mit den Fingern und so, ne? Mit den Augen sehen. Da brauchen wir noch manchmal ein paar Hilfsmittel. Ich bin auch ein Kuschinski, der mittlerweile ein Stückchen älter wird. Warte mal, jetzt brauchen wir den Heizkörper. Keine Mauer. Die Mauer muss weg. Auch heute werden die Mütter wieder verschraubt. Das ist doch eine ganz klare Ehrenbrudersache. So, aha, hier geht's natürlich jetzt runter in den Keller, ne? Und auch in den Bunker. Also jetzt müssen wir hier natürlich auch nochmal schön reinigen. Das haben wir. So, gehen wir mal rein hier in den Bunker, oder was? Alter, Verwalter, hier sieht's ja auch aus wie bei Hempel so einem Sofa drinne. Weg, weg, weg. So, das Klo ist nicht ganz fest, ne? Ach du Scheiße, das Klo ist kaputt. Guck mal, wie die Leute das hier freut, wie ich es sauber mache, du.
So, jetzt müssen wir mal gucken natürlich, wie wir den ganzen Bums hier eigentlich mal einrichten. Ne? Wir müssen uns auch ein bisschen zurückhalten. Ich hab's ja schon gesagt, Konto ist nicht so viel vorhanden, Alter. Wir werden unser Budget so ein bisschen auf den Gartenwettbewerb konzentrieren, weil ich habe das Gefühl, da kann man noch so ein bisschen was... Da kann man noch so ein bisschen was raushauen, weißt du? So, hier noch ein paar Mütter verschrauben. Da möchte ich aber auch sagen, hier ist natürlich jetzt so küchentechnisch noch nicht so viel. Ich würde hier gerne sehr viel erstmal verkaufen. Zack. Zack und zack. Come on! Come on! Ja, ja, ihr mit euren Vorräten, ihr könnt mal kurz ruhig bleiben. Ich bin hier nur noch lange nicht fertig. Dass die mal gleich mosern müssen, die Leute. Vor allem der Maskierte da oben, was hat er denn für ein Problem? Nehmen wir mal an, hier ist wirklich jetzt eine Quarantäne für 4 Personen. Dann müssen hier natürlich auch 4 Personen Platz finden. Und was sollen die den ganzen Tag machen, fragen wir uns natürlich. Die werden den ganzen Tag zocken. Das heißt, wir werden hier eine schöne Zockerhülle aufbauen. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das Ganze soundtechnisch gut eindämmen können, falls sie anfangen wollen zu streamen. Homeoffice, wir wissen ja alle, wie es läuft. Das bedeutet, wir werden hier eine astrein dezente Küche aufbauen, noch ein paar Regale reinhauen. Guck mal, die wollen doch eh hier, guck mal. Die Regale, die haben wir doch. Und jetzt freut sich keiner? Doch. Das reicht nicht aus, die Vorräte aufzubewahren. Gut, dann würde ich sagen, packen wir die Reste an die andere Seite. Ah, ja, das freut die auch noch, das freut die auch noch. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier Küche oder was oder wie? Guck mal, da ist eine Steckdose, da kann man doch auch mal schön einen Herd hin tun. Gib mir das mal her! Klassisches Küchenset mit Ofen. Aber da ist nur ein Ofen bei, ne? Sieht halt nice aus, aber bringt das auch was? Pass mal auf, ich habe eine ganz astreine Idee. Wir nehmen jetzt das klassische Küchenset mit Ofen, machen das in schön... Guck mal, wie geil das aussieht, Alter. Das ist kompakt, da hat alles, was man braucht. Und da packen wir jetzt noch Gasherdplatten drauf. Das kann man hier auch wirklich kochen und alles. Da packst du ein bisschen was rein, ein bisschen Gewürze. Und der Rest, den man so braucht, der kommt hier in die Dingensbummens. Weißt du, wie ich meine? So, guck mal, jetzt kann man hier durchgehen. Kann man kochen. Und jetzt holt man sich die Scheiße aus den Regalen, die man so braucht. So, da kaufen wir natürlich hier ordentlich was zu snacken. So, machen wir hier mal einen voll mit Reis. Dann gönnen Thunfisch. Guck mal, wie die das freut, ne? Das sind die Deutschen, ne? Freuen sich alle über Hamsterkäufe. Ich kack mich zu, Alter. Dann gib mal Tomatensoße. Diese Essenvorräte reichen aus. Nö. Brauchst du auch nicht mehr so anfangen. Du, ihr müsst euch mal entscheiden, was ihr wollen tut, ne? Wieso muss ich mich eigentlich darum kümmern, dass die Leute hier was zu fressen haben, Alter? Ist doch nicht mein Problem, ey. Ey, wenn die jetzt ausrasten, wenn ich hier Toilettenpapier hinmache, ne? Finden die das gut? Da sagen die nichts zu, ne? So, Leute, wenn ich hier Fettrollen hamster, dann ist den Leuten das egal. Da hat sich überhaupt nichts getan im Wohlbefinden. Da könnt ihr euch alle mal ein Beispiel dran nehmen, ne? Hört auf zu hamstern, die ganze Scheiße. Jeder hat das Recht auf Fettrollen. Fettrollen für alle. Hört auf, den Leuten aus dem Supermarkt aus den Griffeln zu ziehen da. Was soll das denn? So eine schöne Notfallausrüstung soll aber trotzdem jemand wahrscheinlich zu Hause haben. Ich glaube, wir sollten 2 kaufen. So, eine kommt da an die Wand und eine kommt hier an die Wand. Falls mal was kommt, ne? In case of Zombies, ich meine, da muss man sich auch einfach mal vorbereiten. Das finde ich gut, ne? Schön wieder gute Nägeln hier mit Nägeln dran. Unnormal belohnt. So, Wasser haben wir jetzt auch ein bisschen nachgefüllt, ne? Ich würde sagen, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon so ein bisschen was. Die Leute werden jetzt 1-2 Tage überleben. So, wir haben jetzt noch 13.000 Flocken. Da müssen wir jetzt auch nochmal ein astreines Streaming-Setup bauen. Das heißt, wir brauchen ein paar Monitore. Ach du Scheiße, was sind die denn so teuer? Du, hör mal. Da machen wir den rotierbaren Monitor raubs, Alter. Wir machen 2 richtig krasse Setups. Und der Rest muss halt gucken, wo er bleibt. Und müssen die irgendwie putzen oder was? Das sieht auch gut aus. Oh, hier, können wir schon mal ein paar DX Racer kaufen? Gönn. 1 und 2. So, Gaming-PC, da brauchen wir auch 2 Stück von. Microphones brauchen die auch. Tastatur Bushi mit Hintergrundbeleuchtung. So, die haben jetzt hier noch ein paar Headsets, ne? Mikrofone, alles, 3 Dinger. Ach so, Webcam. Die muss irgendwie an den Monitor ran. Oh mein Gott, ich kann hier kippen. Ja, das ist ja mega geil. So, kippen wir mal so. Das sieht natürlich dann astrein aus. Ja, die ist mit der Webcam, das ist jetzt so eine Sache, ne? Wie soll man denn streamen, wenn man die hier nicht richtig ranbasteln kann? Da müsst ihr die Webcam dann natürlich noch ein bisschen ausrichten. Ich konnte die jetzt leider nur mal so dahinstellen, aber könnt ihr ja hintun, wo ihr wollt, ne? Jetzt mal abgesehen von der Krankheit oder was, oder vom Einbunkern oder Zombie-Apokalypse. Ich würde hier wohnen, Alter. Ich würde ohne Scheiß. So, was mehr im Leben brauchst du doch einfach nicht. So, da wir jetzt ja über Streaming geredet haben, müssen wir natürlich jetzt die Wand hier noch so ein bisschen zutackern und ein bisschen so Schalldämmung betreiben, ne? Das muss ja auch soundtechnisch einfach löppen. So, da haben wir jetzt hier astrein 3 Dinger erstmal aufgeklebt. Ja, und für die Zwischenräume haben wir natürlich auch die perfekte Lösung. So, für die Zwischenräume haben wir natürlich jetzt hier auch die optimale Zwischenlösung gefunden, im wahrsten Sinne. Und das hat sogar 2 Zwecke. Zum einen dämmt das natürlich den Zaun noch ein bisschen mit ein und zum anderen kann man dann noch ein bisschen fappen, Alter. Ist das, wie es ist? Denn Fapprollen sind wichtig für alle. Nicht nur für dich.
Für alle! Und hier natürlich auch nochmal ein bisschen Represent aller FAP. Die Fab Industry ist auf jeden Fall am Start. Da würde ich sagen, der Lachs bleibt unnormal. Jetzt müssen wir natürlich nochmal in den Garten gucken. Und hier müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal einiges tun. Neue Fertigkeit. Alter, ich habe jetzt schon 500 Kilo Unkraut hier rausgeruppt. Wird doch mal Zeit, dass ich hier irgendwas Neues kann. Ne, wir machen hier sichtbare Muttermale auf der Minimap. Was auch immer Muttermale sind, Alter. Meine Fresse, wie viel Unkraut ist hier denn noch? Ey, ich bin schon seit einer halben Stunde nichts anderes machen, nur am Zupfen hier. Boah, da kommt immer noch mehr Unkraut. Scheiße. Boah, wie viel ist denn das hier noch? Ich krieg hier zu viel mit dem ganzen Gemüse, du. Ich bin professioneller Hauspimper und nicht Unkrautzupfer, Alter. So, hier ein scheiß Maulwurf schon wieder unterwegs gewesen, oder was? Du hast alle Maulwurfzügel beseitigt. Gute Arbeit, ja danke. Oh, hier ist noch mehr Unkraut. Ich glaube, wir machen mal so einen traditionellen Garten. Einfach deswegen, weil wir natürlich auch hier so ein bisschen, ne? Preparing for the Apokalypse, Alter. Deswegen so ein bisschen Food und so, bla bla bla, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Mal gucken wir mal rein ins Gartengeschäft. Gut, dann holen wir mal ein paar Pflaumenbäume hier, Alter. So, geil. So, drei Pflaumenbäume. So, Birne. So, alles ein Natura, weißt du, wie ich mein? So, jetzt setzen wir mal die Bäumchen hier ein. Ja, ja, ich bin ein starker Mann. So, jetzt noch mit Erde zurupfen da. Jetzt wird der Schlauch rausgeholt und ordentlich abgespritzt, ne? Also die Pflanzen, Mann, ihr kleinen Schweinchen. Schlauch nach links, Schlauch nach rechts. Nach oben und nach unten. Schlauch nach links, Schlauch nach rechts. Wir löschen jeden Funken. So, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir den Bums ab und gucken wir mal, was wir dafür so kriegen. Gartenwettbewerb müssen wir natürlich noch machen, traditionell. So, 5 Sterne, Ausstattung, Layout. 111 Punkte ist ein Rekord, Alter. Hier, 111. Bing, 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 bing. Und nochmal belohnt. Der Wert des Hauses steigt um 27%. Alter. Ausstattung ist ein bisschen scheiße. Da müssen wir nächstes Mal nochmal drauf gucken. Aber ansonsten haben wir unnormal viele Sterne. Unnormal belohnt. Ich will jetzt wissen, was hier für was der Bums hier rausgeht. 197.000 werden hier geboren von den drei Leuten. Jetzt will ich hier mal verhandeln. Ich will nochmal 30.677 drauf haben. Verstehst du, wie ich meine? Ich hoffe, dass wir hier sicher sein werden. Aber guck mal, durch die Verhandlungen haben wir auch nochmal die 30.000 draufbekommen. Gönn. 297.000. Wir haben durch den Garten und durch die Verhandlungen unnormal Kohle gemacht. Wir haben fast 300.000 Euro auf dem Konto, Alter. Verrechnet das mal in Februar. Alter, das ist unnormal belohnt. So rich waren wir noch nie in unserem ganzen Leben. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich sage Fabroller Ahoi. Das war ein erfolgreicher Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.